Beim ersten Wort, was er spricht, sofort erahnen können. Ihr tosender Beifall für genauso wundervoll Felix Lobrecht, meine Damen und Herren. Applaus! Danke. Ich habe auf dem Weg hierher am Hauptbahnhof eine Frau gesehen. Die hatte so ein ganz enges T-Shirt an von der Marke Guess. Ja. Und dann stand hier so ganz groß Guess. Und dann habe ich sie angesprochen und gesagt, 80C. Hat sie nicht verstanden. Dann wusste ich, alles klar, Hamburg, das sind einfache Leute. Nach meinem letzten Auftritt in Hamburg hatte ich 4 Likes weniger. Fragen? Es ist Freitagabend, ich bin auf einer Party von Humanbiologen, man redet über Enzyme. Alle lachen. Alex hat einen Enzymwitz gemacht. Habe ich nicht verstanden. Alex ist der Coole in seiner kleinen, unbedeutenden, unwichtigen, uncoolen Gruppe. Ich glaube, nirgends auf der Welt gibt es an einem Ort so viel Dioptrien wie auf dieser Party. Ich mag Alex nicht. Ich selber gefalle mir besser. Den anderen gefällt Alex besser. Ich glaube, sie denken, ich wäre geistig behindert, weil ich nie mitlache. Ich finde, Alex hat so viel Ausstrahlung wie eine kaputte Heizung. Wortwitz. Kann ich. Mich ärgert es, dass Alex an diesem Abend von Frauen angehimmelt wird, die, naja, es sind Humanbiologinnen, von Frauen angehimmelt wird. Alex macht einen Majosewitz. Die Stimmung kocht. Auf dem Siedepunkt der Ereignisse greife ich in meine Tasche und zücke meinen Liter Notkorn. Ich hab immer einen Liter Notkorn dabei, seitdem ich letzte Woche versehentlich auf einer Geologenparty war. Nur Männer, Musik, nicht Witze über Boden. Die Geologen lachen, weil in Breitengrad das Wort Ei vorkommt. Oft lache ich heute noch nicht darüber. Jedenfalls schwor ich mir bei Studentenpartys Korn. Alex macht einen Gelenkwitz. Die Masse tobt. Diesmal weiß ich, worum es geht, weil Gelenke kenne ich. Lustig war es trotzdem nicht. Aus Verzweiflung nehme ich Korn zu mir, als wäre ich ein Huhn. Wortwitz. Kann ich. Auftritt Daniel. Daniel ist 43 Jahre alt. Finde ich persönlich ja albern. Es gibt so Namen, die passen irgendwann nicht mehr. Und dann wird's peinlich. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich. Ja. Mit 40 hört man auch mal auf, Daniel zu heißen. Nee, mein Opa Daniel sagt immer, da höre ich schon gar nicht mehr zu. Weil ich Hunger hab, zück ich mein Kilo Nothack. Ich hab immer ein Kilo Nothack dabei,
seitdem ich vor 2 Wochen versehentlich auf einer Skandinavistenparty war. Nur finnische Musik, alle heißen Sven, Witze über Fjorde. Zu essen gab's nur Trockendorsch. Schmeckt, wie es klingt. Trocken und dorschig. Hat mir nicht geschmeckt. Nee, Korn und Hack. That's what's up. Reimen kann ich. Alex und Daniel schlagen sich. Und mit Schlagen meine ich, sie liefern sich einen heftigen argumentativen Schlagabtausch. Es geht um Zellen. Mein Mitbewohner Linus, der mich mit die Herren nahm, sieht mich an mit einem Blick, der fragt, na, habe ich zu viel versprochen? Ich antworte mit einem Blick, der sagt, ja. Diese Party erinnert mich wieder daran, was ich im Wesentlichen am Studieren hasse. Studenten. Daniel hat das heiße Wortgefecht erwartungsgemäß verloren und geht traurig und nach wie vor zu alt für seinen Namen nach Hause. Ich sage ihm nicht Tschüss. Niemand sagt Daniel Tschüss. Alex steigt auf einen Tisch und springt in die anderen Partygäste hinein. Er wollte in seinem Freudentaumel wohl Crowdsurfen. Leider sind die Humanbiologen zu schwach, um ihn aufzufangen. Er hat sich diverse Schultern ausgekugelt. Ich mache einen Gelenkwitz und gehe.